Ja, ich finde, das Besondere an unserer Zusammenarbeit war von Anfang an, dass wir gelernt haben, ganz offen und ehrlich miteinander umzugehen und dass wir miteinander gespürt haben, dass wir alle so am gleichen Strang ziehen und im tiefsten unseres Inneren genau das Gleiche wollen. Wir sind in unsere Kooperation, glaube ich, alle mit einer ganz großen Offenheit und Neugier reingegangen von Anfang an und hatten Lust, etwas gemeinsam zu gestalten. Und das war erstmal eine super Voraussetzung. Und ich fand es dann auch nochmal total spannend, wie die Lehrer und Lehrerinnen mit den Schülern umgehen, welche Methoden die haben, welche Methoden die Künstlerin hat und wie sich das dann ergänzt. Dann zeichnet sich, glaube ich, unser Weg vor allem dadurch aus, dass wir immer geguckt haben, ja, wo stehen wir gerade? Passt das für alle Beteiligten oder müssen wir da irgendwie nachsteuern? Ich finde, das Schwierigste war eigentlich für mich jedenfalls am Anfang, dieses unterschiedliche System von Schule und Kultureinrichtungen zusammenzubringen und mitzudenken auch und dann auch mitzuleben. Und die Situationen, die so ein bisschen krisenhaft waren, daran sind wir eigentlich wirklich gewachsen. Also wir haben wirklich gemeinsam Krisen als Chance begriffen und das ist etwas, was ganz großartig ist. Das zeigt sich im Kleinen, aber auch im Großen. Also wenn dann eine von uns sagt, ja, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, meine Rolle hier, ich möchte irgendwie aktiver mitgestalten, dann haben wir das offen miteinander besprochen und haben dann geguckt, wie können wir das ermöglichen. Eigentlich ein Meilenstein war, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder werden jetzt auch diese Videokonferenz und ich war mir total unsicher und dann kann ich trotzdem abends irgendwie schreibt man dann nochmal eine Nachricht und sagt, so war es okay. Also dass man, auch wenn man unsicher war in dem Zusammenhang, wie die Kooperation war, dass man irgendwie dann nochmal das besprechen kann. Und ich finde, das ist die beste Basis für neue Projekte und auch vielleicht dann für experimentellere Projekte. Also wir haben keinen Druck aufgebaut, sondern haben immer mit positivem Vorbild und mit Elan und Motivation die Dinge getan, die wir getan haben. Und viele Kollegen sind da ganz automatisch dann mit an Bord gekommen. Uns Vieren, also sowohl dem Freizeitheim als auch uns als Schule, war es ganz, ganz wichtig. Das hat sich, glaube ich, in den ersten Gesprächen schon herausgestellt, dass wir nachhaltig kulturelle Bildung bei uns installieren wollen. Und das haben wir eben durch die Partizipationstafeln zum Beispiel geschafft, durch den Kulturkoffer, durch die Angeberbörse. Es sind so verschiedene Elemente, wo es ja, die einfach automatisch bei uns im Schulleben schon angekommen sind und dadurch lebt es weiter.